Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme Outlast. Es funktioniert wieder. Ich weiß nicht, was los war. Es sind jetzt ein paar Tage zwischen. Okay, ich höre irgendjemanden reden. Den Abfluss, aber erstmal ein neues Dokument. Betreff Kunstprogramm für Patienten. Patient Vater Martin Archibald. Helen, Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit Ihnen während der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Archibald hat in seiner Therapie aufgrund einer Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptung von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihm bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Clozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht, außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll, Dr. Neil Wolfram. Ist ja gut, dann gehe ich halt hier down. Jetzt ist er ruhig. Wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolger abbremsen. Ja gut. Das ist ja schön zu wissen. Aber noch habe ich keine Verfolger, ne? Hallo. Bist du der fiese Mann? Weiß ich nicht. Hier steht irgendwas rum, da liegen Batterien. Nice. Hier dicht, da kann ich mich verstecken. Gut zu wissen. They weren't experiments. They were rituals. A conjuring. Okay. Keine Experimente, Rituale. Irgendwas da drin. Da kann ich mich nur verstecken, okay. Da kann ich mich hier an so vielen Stellen verstecken, aber hier ist auch nichts gerade. Noch ist hier nichts. Ich lasse mal alle Türen offen, dass falls mir gleich irgendwas entgegenkommt. Okay. Hallo. Hat er mich gesehen? Nee, aber wenn ich da jetzt vorbeilaufe, sieht er mich locker. Hi. Na, wie geht's? Geht's gut? Okay, ich bin ruhig. Oh. Ist ja gut. Okay.
hier woanders hin. Okay. Zum Schließen? Nee. Hier liegen Batterien. Nice, nice. Er tut mir ja nichts, solange ich nicht zu nahe komme. Also. Security, kommen wir nicht rein. Hier geht das Licht gleich aus. La 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 la. Hier ist keine Tür, hier ist keine Tür, die ich schließen kann. Verstecken, 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 verstecken. Hier ist ein Bett gewesen. Hier war ein Bett. Da. Kamera, da. Nicht da. Da, Kamera. Was? Nochmal auf Deutsch, bitte. Er ist da durchgegangen. Okay. Genau so konnte ich um die Ecke gucken. Genau, ist der Typ hier noch? Hallo. Ist der andere auch noch hier? Ne, ist gerade keiner. Naja, ja, ich bleibe ja, wo ich bin. Ich bleib, wo ich bin. Kein Problem. Ich bleib, wo ich bin. Huh. Ist er weg? Okay, mach erstmal die Tür zu. Falls er doch nochmal auftauchen sollte, kann ich mich da im Schrank verstecken. Alles klar, dann hau auf den Knopf. Folge dem Blut. Ach, jetzt kann ich da... durch, ne? Folgt mir irgendwer? Friends, friends. Aua. Aua, das war der Typ. Warum hat der Typ mich jetzt angegriffen? Puh. Speichert. Wie viel haben wir? 9 Minuten. Das ist noch ein bisschen wenig. Okay. Willkommen. Ich kann doch jetzt irgendwie klettern hier. Die sind weg, natürlich. Natürlich sind die weg. Wo sind sie hin? Oh, eine interessante Tür. Extra geblockt. Batterien. Wir sammeln hier ganz schön viele Batterien, weil es jetzt gerade nicht so dunkel ist. Wir gehen unsere Batterien auch nie so schnell leer, weil wir ja nicht die ganze Zeit Nachtsicht anhaben müssen. Dokumente. J. Süß. Wartungsnotiz. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Project Wallrider.
Schauen Sie im Murkoff Corp Wartungshandbuch MMPS MM180286 nach und oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Hat mir jetzt geholfen. Vorgesetzter. Haben Sie eine Sicherheitsvorrichtung oder wie auch immer das hieß jetzt gerade? Ich habe... Naja, gut. Dann nicht. Haben die nicht gerade noch... Achso, hier, das ist jetzt was. Ich wollte sagen, irgendwo war doch gerade ein Fenster offen. Ich soll doch dem Blut folgen. Warum sollte ich jetzt... hier durch... Vielleicht sollte ich doch erstmal hier durchgehen. Könnte wichtig sein. What the fuck? Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gerne die Köpfe von Leuten abreißt, einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn nicht er das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen? Aha. Das wird doch hierher. Ich dachte, wir müssen dem Blut folgen. Aber gut. Hier führt das Blut weiter. Aber hier kommen wir nicht durch. Oh, was hat er denn? Sicherheitsschlüssel. Schlüsselkarte für die Duschen. Okay. Gut. Jetzt muss ich natürlich... Ach, das sind die Duschen. Das ist ja praktisch. Ach so. Ja, natürlich. Auf der anderen Seite ist dann wahrscheinlich... Ja, ja, klar. Da, wo ich eigentlich vorher hätte herlaufen müssen, sind natürlich... Ist natürlich irgendeine verschlossene Tür, wo ich jetzt erst reinkomme. Und dieser hier hat nichts mehr dabei. Tür kann ich auch nicht aufmachen. Piep. Und komme durch die Duschen. Als Fluchtweg offen lassen? Ja, ich lasse mal als Fluchtweg offen. Ach, geh wieder. Ich lasse mal lieber als Fluchtweg offen, als dass es uns nachher schaden würde. Wenn wir zurückrennen, könnte natürlich auch eine Blockade für den Gegner sein. War das Absicht? Wo bin ich jetzt? Ich will in den Duschen. Schnell, 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 Bewegung, Bewegung. Ich kann jetzt nicht wirklich da reingucken. Kann ich hier vielleicht an der Pipe runter? Nee. Ich muss wieder rein. Momentan verfolgen mich, glaube ich, diese beiden nackten Männer. Also in letzter Zeit, ich will es jetzt nicht beschwören oder so, aber ist doch relativ wenig mit so Schockmomenten und so weiter. Wie gesagt, ich will es jetzt nicht beschwören. Das natürlich nicht. Bevor wir natürlich da auf den dicken Knopf drücken, wenn wir vielleicht noch irgendwo Batterien sind. Schreiben wir Leute, hier machen wir direkt mal hinter uns zu. Haben wir was zum Verstecken? Haben wir nicht. Das wäre natürlich doof. Dann müssen wir die Tür auflassen.
Muss die Tür aufbleiben? Shit. Shit. Ich komme nicht raus, ich komme nicht raus, ich komme nicht raus, ich komme nicht raus. Verdammte Scheiße. Was mach ich denn jetzt? Ah, natürlich, natürlich. Hier durch. Hier durch. Nein, das geht nicht. Aua. Warum geht das auch nicht? Ah, hier. Hier auch. Oho. Ha. Hui. Der ist ein bisschen zu fett, glaube ich, dass er hier hochkommt. Verdammt. Oh, das war keine gute Idee, oder was? Oder war das Absicht? Anlauf funktioniert die Kamera noch. Oh Gott, oh Gott. Eklig. Neues Ziel, finde einen anderen Weg in die Duschen. Alles klar. Willst du dir nicht irgendwie was aufschreiben? Will er nicht. Machen wir in der nächsten Folge. Wir haben jetzt ein bisschen mehr als 17 Minuten. Einfach jetzt gerade ein Speicherpunkt da war und ich weiß nicht, wann der nächste kommt. Deswegen machen wir heute erstmal Schluss. Wir sehen uns heute Abend vielleicht sogar noch wieder zum ersten Video von Watch Dogs. Nee? Wenn nicht, morgen erstes Video Watch Dogs und Donnerstag, wenn ich schaffe, wieder Outlast. Bis dann, Leute. Ciao. Chase here, bud.